Servus, ich bin's, der Basti. Ich stelle euch heute Magnum Psy vor. Es ist ein Spiel von Marcin Krupinski und Philipp Milunski. Der zweitere ist bekannt durch zum Beispiel Mare Baltikum, ein richtig cooles Kinder- und Familienspiel. Das Spiel soll so 1 bis 2 Stunden dauern, ist für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren. In dem Spiel sind wir praktisch Bergleute oder Unternehmer, die versuchen Salz abzubauen, denn es gab mal eine Zeit, in der Salz mit Gold aufgewogen wurde und das nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Und wir bauen das Salz ab und versuchen es möglichst teuer an den König oder an die Herrscher zu verkaufen. Ja, und wer hier dann am meisten Geld macht, der gewinnt das Spiel. Also thematisch mal wirklich was anderes. Salzabbau habe ich jetzt so noch nicht gesehen, hat auch wirklich interessante Mechanismen drin. Deshalb gucken wir jetzt einfach mal zusammen rein und am Ende sage ich euch, wie ich das Spiel finde. Zunächst mal braucht man viel Platz auf dem Tisch, denn neben dem Spielplan muss auch noch dieses Bergwerk hier aufgebaut werden. Das ist hier erstmal so ein Schacht und dann hat man hier solche einzelnen Teile und das sind die Bergwerkskammern und dort wird später Salz abgebaut. Wichtig ist eigentlich nur, dass man hier auf die Zahlen achtet. Erster Stock, zweiter Stock und dritter Stock. Geht es also immer tiefer runter. Jeder Spieler bekommt je nach Spielerzahl eine bestimmte Anzahl an diesen Meeples. Bei 4 Spielern sind es eben 4. Und jeder Spieler kriegt Geld, und zwar kriegt der erste 10 Geld, 10 Groschen. Und jeder weitere Spieler kriegt dann immer 2 mehr, der nächste nochmal 2 mehr und der nächste nochmal 2 mehr. Also wenn man hinten dran sitzt, kriegt man seinen negativen Nachteil, dass man jetzt hinten ist, einfach durch Geld praktisch gut geschrieben. Okay, dann legt man noch diese Plättchen aus. Wir haben hier solche Plättchen, die sind auch wieder nummeriert mit römischen Zahlen. Leider genauso wie hier, hat aber eigentlich nichts miteinander zu tun. Da legt man erst die 1er aus und dann 2er und 3er werden bereitgelegt. Dann hat man noch hier 21 dieser Werkzeugplättchen, Werkzeugkarten. Dann nimmt man einfach ganz zufällig 7 Stück und legt sie hier oben hin. Und dann kann man eigentlich auch schon die ersten 3 gleich mal aufdecken. Die anderen werden neben den Spielplan bereitgelegt und die kommen dann auch wieder 7 Stück in der zweiten und dritten Runde zum Einsatz. Das gilt es dann also, wenn eine Runde zu Ende ist, wirklich dann hier auszutauschen. Genauso wie diese ganzen Plättchen, selbst wenn sie nicht verbraucht sind, kommen weg und dann kommen diese neuen Plättchen hin. Das ist dann aber schon jetzt wirklich mitten im Spiel. Dann haben wir jetzt mal 2 Marker noch. Der ist für das Wirtshaus. Hier sind nämlich immer verschieden viel Arbeiter verfügbar bzw. anzuwerben. Je nach Spielerzahl, bei 4 Spielern ist hier, bei 3 Spielern hier, bei 2 Spielern hier. Und dann haben wir noch diesen Marker, der zeigt an, wie viele Aufträge des Königs in einer Runde erfüllt worden sind, beziehungsweise erfüllt worden sind. Und wenn er hier unten ankommt, beziehungsweise auf der 4 bei 2 Spielern, dann beginnt eben die neue Runde mit der 2 und beim zweiten Mal die neue Runde mit der 3. Okay, kommen wir jetzt mal zum Spielziel. Das Spielziel ist, dass ich hier möglichst Salz abbaue und es möglichst teuer verkaufe, Aufträge erfülle oder am Markt verkaufe. Und mit diesem Geld gewinne ich dann, denn das sind im Endeffekt die Siegpunkte. Mit dem Geld kann ich aber auch alles andere in dem Spiel machen. Neue Werkzeuge kaufen, Wasser abpumpen und so weiter. Wir schauen uns das auch gleich nochmal genauer an. Das heißt, es ja, ist relativ interessant und irgendwie auch ungewöhnlich, dass man praktisch ja, mit diesen Siegpunkten auch ganz, ganz viel arbeiten muss. Also wirklich viele Siegpunkte immer wieder investieren muss. Und ja, das ist dann auch ja, für den einen oder anderen etwas ungewöhnlich. Und man stößt dabei dann auch manchmal auf kleine Probleme. Da muss man eigentlich immer überlegen, wie viel ist es denn wert, diese Siegpunkte, oder wie viel Geld soll ich jetzt investieren und was springt dabei dann letztendlich raus. Denn man will ja eigentlich Gewinn machen. Okay, jetzt zeige ich euch einfach, wie das Spiel funktioniert und die einzelnen Phasen. Ich hatte noch vergessen, dass jeder Spieler ein Salz als Startkapital bekommt und hier ein Grundstock am Markt ausgelegt wird. Der ist aber schon aufgedruckt, braucht man einfach nur die passenden Würfel dann hier drauflegen. Muss ich es nicht merken. Wie in jedem anderen Spiel auch oder wie in vielen anderen Spielen gibt es hier einen Startspieler. Der beginnt praktisch mit der ersten Runde. In der ersten Runde gibt es eine Besonderheit. Hier hat man nur eine Aktion pro Spieler. In allen folgenden Runden hat man 2 Aktionen. Und das gilt auch für die erste Runde der zweiten und der ersten Runde der dritten Phase. Das ist also immer gleich. Man kann jetzt hier im Bergwerk verschiedene Aktionen machen, aber auch im Dorf. Ich beginne jetzt mit dem Bergwerk und fange da jetzt mal an. Ich kann einen Arbeiter einsetzen, und zwar muss ich von oben beginnen und muss jetzt hier die Kettenregel beachten. Ich darf also nur an diese Kette wieder anlegen. Der weiße Spieler könnte sich jetzt also neben den Orangen stellen, aufs gleiche Feld, weil von hier oben kommt jeder rein.
oder eben aufs nächste Feld. Dann kommt der nächste Spieler, der kann sich schon auf dieses Feld stellen oder eben weiter nach unten graben. Er entscheidet sich für die Kammer, dann wird die sofort aufgedeckt, wenn sie das erste Mal betreten wird. Hier kommt dann das abgedruckte Salz drauf, zwei braune, ein grünes und ein Wasser. Das Wasser behindert die Arbeit der Spieler, beziehungsweise den Abbau, den Salzabbau. Jetzt könnte der schwarze Spieler kommen und könnte jetzt runter oder links oder eben in die gleiche Kammer oder jetzt schon sogar hierhin. Er entscheidet sich hier zum lilanen Spieler sich zu stellen, um ihn ein bisschen Konkurrenz auf dem Feld zu machen. Jetzt kommt es zu einem Zeitpunkt, wo sich vielleicht der eine oder andere auch schon überlegt, weil er hat den Arbeiter drin, diesen Arbeiter zu bewegen. Er könnte jetzt praktisch auch ein Feld weitergehen oder eben auf diese Seite gehen, wie er eben möchte. Wichtig ist dabei, dass die Kette einfach nicht durchbrochen wird. Der weiße Spieler könnte sich beispielsweise hier nicht mehr wegbewegen. Und das ist auch so eine taktische Möglichkeit, dass man die Arbeiter der anderen Spieler so ein bisschen im Bergwerk bindet bzw. blockiert. Stelle ich also jetzt hier einen Orangenen hin, kann dieser Lilane nicht mehr weg, falls er das denn wollte. Es kann nicht passieren, dass diese Kammern mit der Zeit eben leergeräumt werden, hier noch Arbeiter stehen, aber ich habe hier hinten meinetwegen noch was abzubauen, blockiere aber die anderen Spieler, weil sie hier nicht mehr weg können. Das ist so eine kleine taktische Möglichkeit, die man dann eben hat. Das sind jetzt die Grundregeln. Im Grunde gibt es jetzt noch eine, dass man nämlich hier so eine Kammer dann auch, ja, in so einer Kammer dann auch wirklich Salz abbauen kann. Angenommen, der schwarze Spieler ist hier mit, ja, nehmen wir mal lila, das sieht man besser, mit drei Spielern drin, mit drei Bergleuten drin. Dann muss er hier, kann er hier die Bergleute umlegen. Für jeden, den er umlegt, kriegt er eine Arbeitskraft. Jeder Wasserwürfel, den er hier drin liegen hat, nimmt ihm eine Arbeitskraft. Das heißt, jetzt könnt ihr jetzt in dieser Kammer, in dem Beispiel, zwei Salz abbauen und muss das gleichzeitig auch noch nach oben transportieren können. Dafür muss er die anderen Spieler bezahlen, pro Salzwürfel ein Geld. Gibt noch die Regel, falls hier zwei Leute stehen, meinetwegen ein Orangener und ein Gelber, dass er dem einen vielleicht ein Geld gibt, dem anderen ein Geld oder einem nur zwei und der andere geht leer aus und so weiter. Also so kriegt man dann auch das Salz hoch, auch wenn man selber keine eigene Kette hier ausliegen hat und selber nicht fördern kann. Kostet allerdings eben Geld und das muss man sich dann schon genau überlegen, ob man das dann auch tun möchte. Der lilane Spieler kriegt jetzt also zwei Salz in seinen Vorrat hinein und zahlt zwei an den und nochmal zwei an den meinetwegen. Gut, hat man das Salz jetzt oben, kann man damit ganz verschiedene Sachen machen. Hier haben wir eben die verschiedenen Gebäude. Ich erkläre erstmal den Nutzen von so einem Gehilfen. Setzt man einen Gehilfen ein, wird immer, wenn dieses Feld benutzt wird, dieser Gehilfe ein Gold oder einen Groschen kriegen. Das heißt, der weiße Spieler kriegt jetzt eins und selbst wenn er später selber drauf kriegt, kriegt er auch ein Geld. In dem Gebäude jetzt, und das geht auch für die Warteschlange, für die Werkstatt da oben und für den Markt, da kann man überall Gehilfen einsetzen, ansonsten eben nicht. So. Wenn man jetzt Arbeiter einsetzt, kann man die entweder aus dem Bergwerk nehmen. Wenn man Bergwerk einsetzt, kann man auch Arbeiter nehmen, die man hier als Gehilfen eingesetzt hat. Was verboten ist, ist, dass sich hier ein Arbeiter aus der Warteschlange herausnehmen. Das darf man nicht. Ansonsten nimmt man einfach aus dem Vorrat oder eben von dem Felder oder aus dem Bergwerk, falls die Kettenregel das nicht verbietet. Hier baue ich jetzt praktisch, kann ich pumpen. Ich pumpe Wasser ab aus dem Bergwerk. Meinetwegen möchte ich zwei Wasser abpumpen, könnte ich das und das oder eben ja, für 0 Geld erstmal einen. Der schwarze Spieler hat natürlich Interesse daran, dass diese Kammer leer gepumpt wird, weil er hier gerade drin steht. Also pumpt er für 0 Geld ein Wasser ab und kann jetzt praktisch seine Arbeitskraft hier voll nutzen. In diesem Gebäude, das ist der Markt, da kann man jetzt zwei Transaktionen durchführen. Einen Verkauf, einen Ankauf oder zwei Verkäufe, zwei Ankäufe. Man darf eben nur nicht den gleichen Salzwürfel kaufen, den man vorher verkauft hat oder eben umgekehrt. Denn hier gibt es noch über die Werkzeuge verschiedene Boni, die den Markt einem da Preisvorteile verschaffen. Da könnte es praktisch sein, dass ich einen Würfel verkaufe und ankaufe und mit diesen Preisvorteilen dabei auch noch Gewinn mache. Es wäre ja unsinnig. Deshalb geht es eben nicht. Nächste Gebäude kriege ich einfach nur einen Groschen und in diesem Gebäude kaufe ich mir ein Werkzeug. Die Werkzeuge, habe ich ja schon gesagt, das sind immer 7 Stück pro Spielrunde, die kosten dann unterschiedlich viel. Das billigste ist hier 3, 4, 5 und sobald eins gekauft wird, rutschen die anderen nach. Ein neues wird eben aufgedeckt. Die kann man jetzt einfach nutzen in seinem Zug. Man
legt die neben sich hin und sobald man sie eben braucht, setzt man sie ein, dreht sie rum, nutzt den Vorteil, den die Werkzeuge bieten und die werden dann eben erst wieder aktiviert, wenn eine neue Phase beginnt. Und das heißt, wenn ich jetzt die in der ersten Phase kaufe, diese Picke, kann ich die in drei Phasen je einmal nutzen. Kaufe ich sie in der letzten Phase, ist das Werkzeug ja eigentlich nicht so effektiv, weil ich es nur einmal nutzen kann. Dennoch bringen ein Werkzeug hier auch Punkte für 1 bis 2, 2 oder gar für 9, 20 Punkte. Also da ist dann so eine Tabelle, wo man das genau ablesen kann, wie viele Werkzeuge wie viele Punkte bringen. Ich zeige euch mal kurz ein paar. Hier hat man zum Beispiel die Picke, die erhöht die Arbeitskraft. Hier hätte ich jetzt praktisch für den letzten Salzwürfel keinen Arbeiter mehr gebraucht. Hier kann ich in der Warteschlange mich vordrängeln. Zeige ich euch gleich, wie die funktioniert. Vorteile am Markt, habe ich gerade schon erwähnt. Billiger ein- und verkaufen oder eben sogar verkaufen, wenn der Markt voll ist oder einkaufen, wenn der Markt leer ist. Das darf ich mit dieser Funktion. Dann haben wir hier Brot. Hier darf man jetzt erschöpfte Arbeiter, die werden ja hier so hingelegt, wieder aufstellen. Das darf ich sonst nur, wenn ich ihnen eine Pause gönne, das heißt komplett auf meinen Zug verzichte und passe. Dann darf ich alle Arbeiter aufrichten, aber eben mit dem Brot kann man sich das auch sparen. Dann hier eine Kelle, hier kann man Wasser in eine nächste Kammer reinschöpfen. Ja, gibt ganz verschiedene Sachen. Hier kann man in so einem Gang kostenlos transportieren. Also der Orangene, wenn jetzt hier ja, Salz abbauen würde, müsste er an Lila und an Schwarz nichts bezahlen. Also für zwei Felder hier. Ist ganz günstig, vor allem wenn man viele Würfel abbaut, meinetwegen vier Stück gleich auf einmal, dann zahlt man viermal keine Kosten und das ist natürlich ein enormer Vorteil. Dann hat man hier ein Seil, hier kriegt man im Bergwerk praktisch eine Aktion mehr. Wenn man einmal sich bewegt, oder ein Arbeiter einsetzt, darf man die gleiche Aktion nochmal durchführen und so weiter. Also ja, ich glaube, das war auch so ziemlich alles hier. Das sind also so kleine Vorteile, die am Ende dann eben auch noch Punkte bringen, weil sie eben Geld wert sind. Nächstes Gebäude ist hier das Wirtshaus. Hier kauft man sich neue Arbeiter. Und zwar werden die auch immer teurer. Am Anfang kosten sie nur 5, der letzte kostet dann 8 und ist der letzte gekauft, setzt man sie so runter und jetzt ist klar, es können keine Arbeiter mehr angeworben werden. Es ist ein Zweispielerspiel natürlich sehr begrenzt, weil man dann eben nur einen, zwei, drei Arbeiter hat und dann ist der letzte schon weg. Okay, und jetzt zu guter Letzt noch das Wichtige hier, das ist die Warteschlange. Hier setzt man praktisch einen Arbeiter ein. In der nächsten Runde oder im nächsten Zug, wenn ich dran bin, bewegt sich ein Feld weiter. Und im nächsten Zug erst komme ich hier hoch und darf jetzt einen dieser Aufträge erfüllen. Ich zahle jetzt praktisch meinetwegen jetzt drei braune Salzwürfel. Kriegt diesen Auftrag und das darauf abgedruckte Geld. Legt es so vor mich ab. Das ist deutlich effektiver als jetzt hier am Markt zu verkaufen, zumal es am Markt die Preise immer ja, schlechter werden und hier werden sie praktisch im Laufe des Spiels immer teurer. In der zweiten Phase hat man dann schon bessere Aufträge, hier zum Beispiel 23 Geld oder ein, was zeige ich dann noch hier. Also kriegt man hier in der ersten Phase für drei braune nur 9 Geld und hier kriegt man dann für einen weißen Würfel mehr schon 21. Ja, das wird also dann, Salz wird immer knapper, deshalb wird es hier dann im Endeffekt auch immer teurer. Gut, und das geht jetzt so lange, bis hier die Spieler so langsam einen Auftrag nach dem anderen wegkaufen. Die werden dann immer wieder neu aufgefüllt hier. Und ist der fünfte Auftrag erfüllt oder eben der vierte bei zwei Spielern, endet die Spielrunde. Dann wird der Marker hier wieder hochgesetzt, da wieder auf 0 gesetzt. Der Markt wird wieder aufgefüllt, falls er leer ist. Falls er voll ist, bleibt es einfach so liegen, wie es war. Und neue Werkzeuge kommen her, das heißt, die noch übrig sein sollten, werden ausgetauscht gegen 7 neue. Genau das gleiche mit den Auftragsplättchen, werden ausgetauscht gegen die der Zweierphase. Werden hier dann auch wieder neu aufgedeckt. Und dann geht es eben mit dem Startspielerwechsel weiter. Die Werkzeuge bekommt man zurück, die man eingesetzt hat und eine neue Runde beginnt. Und das macht man jetzt eben so lange, bis die letzte Runde praktisch gespielt wurde, bis der letzte Auftrag gekauft wurde, die dritte Spielphase endet. Und wer dann das meiste Geld gemacht hat, was jetzt irgendwie interessant ist, denn Geld ist ja das, womit man hier auch ständig agiert, ja, der gewinnt das Spiel und freut sich. Das war jetzt Magnum Saal. Die Komponenten hier sind wirklich in Ordnung, ist jetzt nicht übermäßige Qualität, aber gute Qualität. Die Plättchen, die nutzen sich ein bisschen leicht ab, aber ist wirklich im Rahmen,
ist okay, kann man gar nicht oder möchte ich gar nicht weiter drüber meckern. Von der Aufmachung finde ich es auch richtig schön gelungen. Schaut fast schon ein bisschen Michael Menzel-mäßig aus und auch dieser Stollen, der dann auslegt, dieses Bergwerk, das spricht die Leute einfach an. Wir saßen oft am Tisch und dann kamen Leute her, boah, cool, das spielt ihr hier, was macht ihr da? Und wir haben so, ja, wir bauen hier Salz im Salzbergwerk ab. Und dann, boah, innovativ, ist ja neu, also sowohl vom Thema her als auch von der Aufmachung, echt spricht die Leute an und das Spiel das erste Mal auf den Tisch bringen, dürfte echt kein Problem sein. Was ein bisschen total irritierend ist, ist das Bergwerksplättchen, wie auch die Auftragsplättchen, römische Zahlen haben. Und da denken die Leute dann, okay, in die dritte Etage vom Bergwerk darf ich erst in der dritten Runde. Das ist aber nicht so. Und das ist einfach allein, weil die Ikonografie blöd ist. Hätte man doch eine andere Nummerierung wählen können, Buchstaben oder arabische Zahlen oder was weiß ich. Also das verwirrt, das ist ein bisschen schlecht. Okay, jetzt kommen wir mal zum Spielerischen oder zum Spiel an sich. Fange ich mal mit dem Positiven an. Ich finde es sehr innovativ. Ich finde es mit dem Bergwerk toll. Man baut hier Salz ab. Das ist alles stimmig. Man hat hier die Kettenregeln. Man baut Salz ab. Man muss Wasser abpumpen. Man muss das hochtransportieren. Hat da gewisse Kosten. Man muss Leute, möglichst viele Bergwerke, Leute reinschicken. Auch was man im Dorf so machen kann. Ich kann Werkzeug kaufen. Ich kann am Markt verkaufen. Ich kann das Salz am Schloss verkaufen. Also das Thema und das Spiel passt super zusammen, ist wirklich absolut stimmig und das ist mal so ein richtig thematisches Eurospiel. Das finde ich echt toll. Thematisch ist auch, dass man ja, für sein Salz Geld kriegt. Und thematisch ist auch, dass man in der letzten Runde, also Phase 3 zum Beispiel, mehr für sein Salz kriegt als in Phase 1. Und genau diese zwei Sachen sind jetzt aber das Problem. Baue ich also Salz ab in der ersten Runde, gibt es für mich eigentlich keinen Anlass jetzt gleich so ein Auftragsplättchen zu holen. In der zweiten und dritten Runde kriege ich ja eigentlich mehr Geld für mein Salz. Wieso soll ich es also in der ersten Runde kaufen? Es gibt also keinen Mechanismus, der das Spiel hier vorantreibt. Vielmehr denke ich mir, okay, ich häufe mein Salz an, ich versuche das möglichst günstig zu bekommen. Was ich auch positiv finde, ist ja auch diese Rechnerei. Gebe ich Geld aus, gebe ich auch Siegpunkte aus. Wie viel kann ich ausgeben, damit es sich trotzdem noch rechnet? Und deshalb spiele ich eigentlich so, ich spare mir möglichst viel Geld, ich mache wirklich Low Budget und, habe ich jetzt im Video nicht erklärt, hier gibt es ein Gebäude, da kann ich jede Runde mir ein Geld nehmen. So, und wenn ich jetzt diese Strategie mache, dass ich mich zurücknehme, dass ich Salz bunker, dass ich jede Runde einen Arbeiter hier reinschicke, um Geld zu machen, mache ich jede Runde ein Geld schon mal gut und gebe nicht viel aus. Und kommt trotzdem irgendwie an Salz und warte vielleicht wichtige Situationen ab, also muss dann auch schon gut spielen. Wenn ich das tue, kann ich das Spiel aushebeln und ich habe das wirklich explizit getestet, so mit Leuten, die von dieser Strategie nichts wussten. Weil ich das so, weil der Bendis schon nach der zweiten Partie bemerkt hat, das ist ja irgendwie komisch. Ja, habe ich das so wirklich so ausgenutzt und stand dann, obwohl ich keine Aufträge im Schloss gekauft hatte, besser da am Ende. Oder weil ich nur wenig gekauft habe, erst am Schluss stand ich viel besser da als jemand, der schon 5 Auftragsplättchen hatte, während ich gerade mal eines hatte, hatte ich trotzdem mehr Geld, mehr Siegpunkte gemacht. Und sogar noch Salz, das ich hätte verkaufen können, während der andere kein Salz mehr hatte. Und dass das funktioniert, ist etwas blöd. Ich finde jetzt, ja, das ist einfach ein bisschen unausgegoren. Also, dass man das Spiel im Endeffekt total aushebeln kann dadurch. Obwohl es echt thematisch ist. Ja, was ich mir jetzt gewünscht hätte, wäre entweder ein Mechanismus, der das Spiel vorantreibt, der die Runden vorantreibt, wo man sagt, vielleicht rutschen die Plättchen immer eins weiter und fallen dann raus. Oder dass man extra noch Siegpunkte einführt, dass man vielleicht trotzdem Geld bekommt, aber trotzdem eher noch Siegpunkte dafür. Das hätte dem Spiel deutlich geholfen. Ja, und ja, das Problem ist, finde ich, noch nicht einmal, dass diese Strategie, die ich jetzt euch erklärt habe, funktioniert, sondern dass das Spiel unheimlich in die Länge zieht. Denn die Spieler merken ja, oh, der kauft nicht, warum kauft der nicht? Ja, das ist hinten mehr wert, mache ich es auch so. Dann spare ich mir auch immer Geld, ich mache ganz langsam, ich mache Zug für Zug und versuche möglichst wenig auszugeben. Und das zieht das Spiel unheimlich in die Länge, weil es wird ja nicht beschleunigt. Solange die Aufträge nicht gekauft werden, geht es nicht in die nächste Runde. Und dann irgendeiner muss ja dann mal kaufen. Und das ist dann wirklich extrem nervig, weil das Spiel dann nicht bei 1 bis 2 Stunden bleibt, sondern wir haben sogar schon mal nach 2,5 Stunden zu dritt haben wir das in der zweiten Runde abgebrochen, weil wir gesagt haben, jetzt reicht's. Das zieht sich so lang hin, dass das einfach nicht mehr schön ist. Und für das, was das Spiel tut, es könnte wirklich ein lockeres, schönes,
schönes Eurospiel sein, wenn da ein paar kleine Änderungen dran vorgenommen worden wären. Aber so wie es jetzt in dem Zustand ist, mit dem Regelwerk, wie es ist, kann ich das einfach nicht empfehlen. Das ist jetzt leider schade. Es gibt ganz, ganz viel positiv dran zu sagen. Es gibt innovative Mechanismen. Es gibt wirklich coole Sachen dabei. Aber leider einfach deutlich zu lang für das, was es ist. Deutlich zu zäh. Ja, und dann kombiniert noch mit einer relativ schlechten Regel. Viele Sachen sind da einfach nicht gut erklärt, nicht ausführlich genug. Ja, was soll man sagen? Ich kann es jetzt so, wie das Spiel ist, nicht empfehlen. Ich denke, wenn man da selbst vielleicht Anpassungen vornimmt, sich selbst vielleicht noch was ausdenkt, ist das ein Hammerspiel. Vielleicht, wenn man noch ein paar Hausregeln, die Verbesserungsvorschläge, die ich jetzt gerade genannt habe, wenn man die vielleicht noch irgendwie umsetzt, richtig gut. Aber so, wie es ist, kann ich das einfach jetzt keine Empfehlung abgeben. Also weder für 2 noch für 4 Personen. Ja, das ist jetzt so mein Fazit. Leider sehr kritisch, leider eher negativ, aber ja, was will man machen? Es hat mir einfach so nicht zugesagt und meinen Mitspielern eben auch nicht. Ja, und das war's jetzt von mir. Ich sag's bis zum nächsten Mal. Servus.